Hallo und herzlich willkommen zurück bei Los Forestos, Propestos, Domestos bei der internationalen Modenschau. Hier sehen Sie das Topmodel Sarah Zahr in ihrem gewagten Abenddress. Eine punktierte Mode. Ja, eine punktierte Mode aus dem Hause Brigitte Bajot. Oder wie die alte heißt. Ist es nicht Bardot? Nee, das war eine andere. Bijou gibt es da irgendwie so. Gibt's da, heißt der, nicht, der Laden nicht so? Ich muss zugeben, ich bin nicht so bewandert bei Damen. Boah, du hast mich getroffen, du Sau. Was? Ich hab dir den Koffer aufgeschlagen. Ja. Das sagen sie. Hier, Alter, ich hab dich gerade noch mit dem Ball abgeworfen. Ja. Cool, das geht. Hab ich noch nie gesehen. Aber das hat sich geschmerzt. War wie dass du mal Bälle am Körper hast. Jeder von euch kennt's, ihr habt auch schon mal fetten Fußball in die Fresse bekommen. Aber nur in-game. Nee, Outgame, Alter, komm, wie oft hast du schon mal Fußball in die Fresse bekommen? Oh ja, Mann. Doch, ja, einige Male. Ja. Einige Male, das muss ich zugeben. Den Schmerz. Ich will mal ganz kurz gucken, ob der Ton funktioniert. Ja, das ist spät, aber. Doch, hier, diesmal nimmt er den Ton mit auf. Ich wollte nur mal ganz kurz sicher gehen, aus Gründen. Ich wollte auch nochmal gegenschlagen, zur Sicherheit. Okay, aus Gründen, das ist gut. Weil man weiß ja nie, sonst gibt es wieder Videos, wo Spezialfolgen. Ey, ihr könnt voll keinen Baum fällen, ihr seid voll die Nee, Asozialen. Weil ihr könnt nicht aufnehmen, das ist nur das größte Problem. Aber es ist wieder ein Tag geworden, schönerweise, ne? Wir können eigentlich mal hier wieder ein bisschen, diese Luft hier, diese erfrischende, Kennst du eigentlich diese neue Tierart, Asoziale? Oh Gott. Oh, wen haben wir denn hier? Hier. Haben wir die Schädel eigentlich voll, sag mal? Natürlich. Ah doch, vier Schädel. Aus irgendeinem Grund habe ich mein Inventar wieder. Ich weiß nicht warum. Ich habe nichts gemacht. Es war einfach wieder da. Ich weiß gar nicht, ob das weg. War es in Buxtehude? Oh Gott. Gut. Alter, wir haben gerade mal 2 Minuten aufgenommen und dann. In Shanghai. So. In Peking. Was? Shanghai? Hat er so Kräuselhaare? Hat er Kräuselhaare am Bauch? Shanghai oder was? Dein Inventar. So, sag mal. Ich erinnere mich, wir wollten zu unserer Basis, ne? Wir gehen hier spazieren die ganze Zeit. Das ist echt schön. Ich gehe gerne mit dir hier spazieren. Ist schön. Komm, tun wir doch einfach mal so, als würden wir den Weg zum Krater jetzt wissen. Okay, pass auf. Komm mal mit. Ja. Okay. Ich folge dir. Wir suchen uns mal einen Anhaltspunkt. Mm. Oh, ein Anhaltspunkt. Oh, das ist aber ein Zufall. Verstehst du? Ja, verstehst du? Ein Anhaltspunkt. Ich bleib ja schon stehen. Genau. So. Das geht ja, meine Damen und Herren, hier ist wieder der Jokus fliegt heute. Der Lokus? Oh, wir haben Besuch. Ach, Hallöchen. Boah, ey, da habe ich was Feines. Oh, nee, habe ich nicht gepimpt, meine Ex. Was ist denn da los? Ich werde alt. Kommt der oder bleibt der? Warte mal, der kann ruhig kommen, denn ich habe eine kleine Überraschung im Netto. Guck mal hier, Butze, Im Netto? Halt, du hast eine Überraschung im Netto? Gibt es da Sonderangebote jetzt? Komm her, du Bastard! Pam! Oh, verfehlt. Was soll das denn? Haut ab. Das kann ich wohl nicht noch mehr sitzen lassen. Jetzt liegt da. Alter, der kleine Klamauter-Mann. Ja. So gehe ich mit den Ureinwohnern um. Bam! Boah, ich bin voll der Aggressive. Lass den mal braten. Hä? Hm? Oh, Kopf ab. Habe ich noch einen Kopf zum Mitnehmen? Nee, ich kann auch noch einen brutzeln, Köpfchen, du. Da rollt er hinter dir runter, gerade den Abhang. Ja, den brauche ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr aufnehmen. Ich habe noch einen. Okay. In petto. Ja, ich habe auch noch 4 Skelettköpfe. Skelettierte, also Schädel. Wir nennen sie mal Schädel. Aus Spaß. Ja, genau, das ist doch schön. Da hinten steht auch noch in der Ferne einer, aber den können wir ja. Der steht in der Ferne Branka. Den können wir ignorieren. Man sagt, er habe magische Kräfte, du musst aufpassen. Ja, ich war zu Zauberer, ja. Oh. Ich frage mich, wie viele Leute diesen Witz noch verstehen werden. Das ist so schlecht, den muss auch keiner verstehen. Mir zu denken. Es tut mir schon mal leid für diese blöden Witze wieder, die diese Folge wieder hier über eurem Monitor flimmern. Oder wo auch immer ihr schaut. Mobilnutzer natürlich über ihr iPhone oder Android, ja. Oh. Ja, meine Damen und Herren. Ja. Ich kann das voll weiß nicht. So. Flitzen wir mal weiter hier durch die Gegend und jetzt werden wir unser altes Lager mal wieder aufsuchen. Ihr erinnert euch vielleicht dunkel. Übrigens, neue Spielsession. Und da lief es ja nicht alles glatt in den letzten Spielsessions. So ein paar Folgen sind ein bisschen weg gewesen. Dadurch habe ich natürlich nur so Mega-Specials veröffentlicht. Naja, nicht so richtig Mega-Specials waren. Es tut mir einfach leid. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Manchmal steckst du nicht drin und es kann auch passieren, dass wieder eine Folge ausfällt. Weil ich nehme immer noch mit Bandicam auf. Und mit Forrest hat das so ein Problem. Ja! Endlich wieder in der Heimat. Ich frage mich, ob noch alles steht. Oh, das sieht aber gut aus, so.
Zum Glück haben ja, also da waren, aber da waren auf jeden Fall Meister am Werk. Mensch, glaub gar nicht, dass wir das gebaut haben, du. Sieht so schön aus. Und auch noch die Bugs auch nicht voll ausgefiedelt haben. Aber die Bugs wären aber immer noch. Aber dafür, wer hat schon so eine schöne Fläche hier? Gluck, 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 da trinke ich doch mal was. Huch, ah, das ist schwebendes Feuer da hinten. Ach, guck mal hier, Gronkh. Ist das nicht schön hier? Ja, ist toll. Ist echt toll. Ich bewundere das gerade von hier oben. Was denn? Ich werde heute übrigens probieren, in den Krater zu springen. Das mache ich jetzt. Aber vorher ich glaube, du kommst nicht durch. Ich habe das auch gelesen, aber viele waren sich auch nicht sicher, ob das jetzt geht oder nicht. Und wir können es einfach mal... Machst du das von der Plattform, dann sieht es natürlich ein bisschen... Da muss ich aber vorher speichern. Weil da ja, na klar. Auf jeden Fall, weil ich will jetzt nicht wieder alles, mein ganzes Inventar zusammensuchen müssen für so einen Schissel. Verstehe ich nicht. Mach's von der Plattform. Ich mach's oben vom Dach irgendwie, probiere ich mal. Oben vom Dach. Wenn das gehen würde, ne? Ich komme da wahrscheinlich gar nicht hoch. Warte, ich speichere kurz. Weil ich bin ja so toll ausgerüstet, das will ich mir nicht nehmen lassen. Und dann sind wir auch wieder die ganzen Schädel weg. Okay, da komme ich nicht hoch, ne? Nein. Nur wenn ich eine Wand kaputt machen würde, was sich nicht lohnt wiederum. Dann sind alle Wände kaputt, glaube ich sogar. Ach, das wäre toll. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob alle Wände kaputt wären, aber ich traue Forrest das absolut zu. Okay, ich mache einen Doppelsprung und probiere es von hier. Willst mach ein Salto. Mach ein Salto. Salto, natürlich. Also ich werde es mir ansehen und Fanboyer dann währenddessen. Warte. Schade, dass Stefan Raabs Turmspringen nicht mehr gibt. Sturmspringen. Sturmspringen. Es windet hier sehr. So, hallo. Okay, bist du bereit? Okay, ja. Ja! Ich war noch nie so bereit wie heute. Guck mal da unten. Da geht eine richtige Treppe runter, oder was ist das? Rechts, wo die alte Palisade steht, diese komische. Nee! Weißt du, was sich da gesammelt hat? Unsere Holz? Baumstämme. Ja. Da sammelt sich der ganze Scheiß, den wir weggeworfen haben oder so. Aber wir haben ja keine Palisade weggeworfen. Vielleicht aber auch der Johannes könnte es gewesen sein. Oder so. Ja, auf jeden. Also das auf jeden Fall erstmal schön auf den Johannes schieben, der ja auch die Brücke gesprengt hat, wie wir ja wissen, nicht wahr? Ach, schön, da freue ich mich. Der arme Mann. Es blitzt und donnert. Oh, es riecht nach Regen. Nice, kenne ich. Super, aber das ist auf jeden Fall ein Bug wieder mal, wen wundert's, aber man kann nicht da runterspringen. Ich hab's probiert. Nee, ich glaube, dass das ist gar kein Bug, sondern eher ein Feature, dass da noch so ein Alpha-Wand ist, weil die wollen, glaube ich, noch was bauen dahin. Und schön, wie der Lurch auch durch die Palisade geschlichen ist. Ich glaube, da wärst du auch eh tot direkt. Ja, aber das wäre doch trotzdem lustig gewesen. Mann. Ja, im Grunde genommen schon. So, Lurchhaut. So, hier ist wieder alles schwarz. Hier ist wieder alles schwarz vor Ärger. Ja, ich bin jetzt ich häng mal wieder ein bisschen was zu essen auf hier, ne? Ja, und wir können die Palisaden mal weiterbauen eigentlich. Das wäre auch mal eine gute Tat. Palisade, komm, nehme ich mit euch. Wir haben ja genug Baumstämme, habe ich gehört. Ja, die können wir reproduzieren, wie Sau. Wer das noch nicht kennt, der hat euch was verpasst. Wir sind nicht die besten Hacker der Welt. Wir haben sogar 3 Baumstämme übrig, du musst den Baum gar nicht fällen. Wir haben extra 3 gespart. Oh, na dann komme ich mal rüber. Akkurat gespart. Ja, vor allem richtig am Telefonapparat. So. Oh, perfekt. Ja, geil. Alter, mega. Müssen wir den noch aufnehmen? Okay, ich muss dann irgendwie auffangen. Warte mal. Ah, nee, nimm den an. Genau, den mal kurz runter. Musst du droppen und hier, weil ich droppe genau, hier. Genau, sehr gut. Jetzt müsstest du drop it mal like it's hot und jetzt... Wir müssen das auskosten, weil morgen oder so kommt das Update tatsächlich raus. Oder heute wahrscheinlich werden die Aufnahmen... Ich glaube nicht, dass das... Ich glaube nicht, doch, dass das ist top aktuell, die Folge jetzt. Wirklich, die ist ja mega aktuell geht's kaum. So ein Tag. Ich glaube aber nicht, dass das... Ich glaube nicht, dass der... Uah, Alter! Das war ich glaube nicht, dass... Ich bin ready. Nicht. Ach so. Hier, du musst dahin gehen. Du bist so... Dass das gefixt wird, glaubst du nicht. Reicht das hier oder wollen wir weitermachen? Weiter. Weiter. Gut, warte, ich mach mal hier gegen den... Aber wir müssen eigentlich auch intervallmäßig, sonst lohnt sich, glaube ich, nicht mehr, weil ich glaube, irgendwann verschwinden auch wieder welche. Ich glaube, das... Ja, das passiert zwischendurch immer. Komm, jetzt setzen wir die erstmal ein hier, den Lachs. Wollen wir die Palisade? Ah ja, doch, bauen wir schon mal fertig, ne? Ja, ist doch gar nicht ganz gut. Das war doch super schnell gemacht. Jetzt, ich überlege halt nur, wie wir dann weiterbauen. Das weiß ich noch nicht. Palisade dicht und dann ist hier Geschichte. Dann bauen wir ein neues Lager. Ah, cool. Nee, dann gehen wir auf Menschenjagd. Menschenjagd. Dann stellen wir überall noch Fallen auf. Geil, Mann. Und dann das öffnen wir den Server für Leute, die können sich einloggen. Und die jagen wir dann. Das ist doch voll geil. Das ist eigentlich geil. Und dann also so unangekündigt am besten. Ja, wir dürfen dann auch nicht so Mem sein wie beim letzten Mal. Wobei ich das natürlich verstehen kann.
Wir müssen dann echt harte Arschlöcher sein. Also genau, da machen wir mal die Ankündigung. Sagt, aber, genau, wenn wir den Server öffnen, dann gibt's Krieg. Wenn Leute dann auf den Server kommen, dann ist natürlich, ne? Genau, gibt's Haue auf dem... Das wäre doch fürs Let's Play einfach echt lustig, glaube ich. Natürlich haben wir nichts gegen die, persönlich, diese Wichser. Muss man, kann man ja mal sagen, oder? Ja. Diese Wichser, die dann auf den Server kommen. Nee, kann man echt nicht sagen, weil Johannes und so waren echt coole Jungs, ey, die waren voll lieb. Da hätte es mir irgendwie leid gefahren, die umzunieten. Obwohl es wir eigentlich da schon vor hatten. Oh, die war aber toll gesetzt, die Tür, du. Ja, nee, ich wollte die Lücke da haben. Aha. Wir könnten da nicht Feuer reinmachen. Mut zur Lücke, ne? Wir könnten die Lücke eigentlich Feuer reinmachen. Auch keine schlechte Idee, aber wenn es da nicht brennt, kommen die alle reinspaziert. Dann lassen die mal vor die Tür die kommen, machen. Nee, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Pass auf, Sie werden sehen, Herr Sarazene. Okay. Huch. Machen wir jetzt keine Sarazene. Oh! So. Hä, was ist denn das? Das ist ja auch nichts. Ich erschrecke mich hier. Huch, bei mir leckt es irgendwie manchmal. Vielleicht liegt es daran, dass ich hier hoste gerade. Ja, oh, und Alter, ich muss schon wieder lass dringend... Lass die Finger vom Salzstein. Ich muss... Nee, der ist lecker. So. Okay, ich muss mir ganz kurz ausruhen. Ich habe wieder so viele Stämme geschleppt. Ja, nur klar. Ja, setzt er sich wieder hin gerade. Oh Gott, mein Rücken bringt mich einmal um. Ich kann hier einen Holzstock bauen. Ich habe zufällig genug davon. Ah, das ist gut. Am besten so einen Spitzen nach oben hin. Genau, mit so einem Degen drin. Den man sich richtig in die Achsel bohren kann. Mm. Wie so ein Bambusstab und in die Achsel bohren. Ich habe gehört, es sterben so viele an Bambus. Oh, Gronko, ich glaube, wir müssen mehr Holz erschaffen. Das neigt sich dem Ende entgegen. Machen wir gleich. Ich möchte nur mal ganz kurz, ich möchte dir zeigen. Miss Saigon. Pass auf. Kennst du Miss Saigon? Oh. Das ist so ein... Ey, weh, du machst nochmal einen Witz über meine Witze. Was? Ja, ich... So. Komm, ich werde Zeugen in dieser Aufnahme. Deine Witze sind mindestens genauso scheiße manchmal. So. Was? Du bist bei den Saigon Jehovas? Ey, das ist doch voll low, yo. Okay. Nee, das ist vielleicht sogar ganz gut, weil kann man sich da durchbewegen? Ja, kann ich glaube... Ja? Kann er einfach durch, so... Oh, das wusste ich nicht. Aber dann können wir doch trotzdem ein Fenster davor machen oder irgendwie sowas. Ja. Hat jetzt nicht so gut geklappt, wie ich mir das. Aber weil die Tür war ja nämlich auf der anderen Seite, die war so ein Buckel und da wäre die Tür nämlich krumm und schief gewesen. Brennen die dauerhaft? Ich glaube nicht. Nee, ne? Wir können aber Spikes dahinter machen. Das ist geil. Wenn wir Spikes dahinter machen, dann rennen die ins Feuer oder in die Spikes. Finde ich super, die Idee. Kann man das anderes reproduzieren? Was bist du? Ja, haben wir denn noch einen Baumstamm? Hier liegen zwei. Ah, super. Da bin ich sofort dabei. Am Boden. Und den anderen kommen wir ein bisschen rüber. Ich hänge mich mal hier. Pass, komm mal her. Dann bleibe ich mich hier. Ich dröppel den hier. So. Und let's go. Drop it like it's hot. Alter, wie die hier wegfliegen einfach. Es ist ein Traum, meine Damen und Herren. Ein Traum. Manchmal verschwinden die auch. Das ist der beste Baumcheat aller Zeiten. Ich finde das super. Du. Alter, wie die wegfliegen manchmal. Also im Übrigen, wenn ich denke, ja, ich nehme es auch gerne auf mich so. Was denn? 25 Minuten. Heute nur 25 Minuten. Ja, weil wir im Moment jetzt echt die Tage auch wieder viel zu tun haben. Es jetzt auch mehrere Let's Plays wieder gibt, die am Laufen sind. Und wir die letzten halt echt alle so 40 Minuten völlig am Ausrasten gewesen sind. So, haben wir gedacht, jetzt reicht's mir. Und ich habe auch super viele Leute geschrieben, ey, ich kann gar nicht so viel gucken, wie ihr rauspflanzt. Ich kann gar nicht so viel kotzen, wie ihr produziert. Ja, echt, das ist wahr. Ja, überleg mal, 40 Minuten am Tag kotzen. Ja, das ist eigentlich schon hart, muss ich sagen. Boah, das wäre übel. Oder eine bewundernswerte Kunst. Oder eine bewundernswerte Kunst. Boah, ja, wenn du das kannst, ey, Hut ab. Neue Challenge. Also 40 Minuten kotzen, ich glaube da, boah. Ja. Einmal ein Let's Eat und dann läuft der Hase. Boah, puh. Noch ein bisschen übertreiben beim Let's Eat und dann wärst du schon am Kotzen. So, boah, das sind geile Spikes, Alter. Da droppe ich direkt mal was rein hier. Aber like it's hot, ne? Boah, geil, guck mal, wie die da auch noch durchspiken, so, siehst du das? So spanken. Warte. Was denn? Mega nice. So. Müsste funktionieren, oder? Brauchen wir noch was dafür, ja, ne? Zwei. Boah, ich muss was essen. Ja, ein paar werden es noch sein. Hä? Was denn? Habe ich das Ding fertig gebaut, aus Versehen. Naja. Aber nur aus Versehen. Ich kann das hier gar nicht bauen von der Seite. Boah, doch, das funktioniert super und sieht übelst killer aus, Alter. Sehr gut. Für unsere Festung der Einsamkeit. So, die müssen jetzt fast fertig sein, wenn die Spikes da auch durch die Mauer, die Palisade ragen. Das ist eine geile Idee gewesen, Gregor. Geile Idee. Hut ab!
Ah, ich kann nur eine Tour gehen machen. Und wenn die reinlaufen, haben sie trotzdem noch Feuer unterm Arsch. Die sind also, das ist quasi eine Todesfalle. Richtig. So läuft der Hase da, wo ich herkomme. Die Todesfalle. Oh, wie schön. Ist das hier fertig? Ich glaube ja. Ah. Oh, warte mal, da liegen noch 4 Holzstämme. Das heißt, wir dürfen nicht zu viele verschwenden. Ah. Dann können wir jetzt noch was Neues produzieren. Die Palisade hier beenden. Effizient. Und man kommt auch gut durch. Voll, wir bauen jetzt endlich mal wieder was auf, so. Wurde auch höchste Eisenbahn. Wir müssen auch noch die Winterlandschaft erkunden. Die Winterlandschaft ist so schön. Passt man da durch? Nee, zum Glück nicht, okay. Was denn? Ich wollte mal gerade gucken, da war so eine Lücke. Ah, im System? Ja, im Gehirn. So. Im Gehirn. Ich mache jetzt mal ganz kurz Folgendes. Hier an die Basis. Hier müssen wir eigentlich auch mit einer Palisade so das ganze Ding beenden. Und dann bauen wir überall Fallen in die Landschaft. Boah, bin ich gemein heute. So. Ich glaube, die Fallen, also andere Spieler sehen die Fallen auf jeden Fall. Einwohner, also Ureinwohner auf jeden Fall nicht. Mir fehlt ein Stick noch, wenn du fertig setzen willst gerade. Dann ist er platziert, der Kopf. Ja. Der Koppo. Wo bist du denn? Hinten, wo den ersten Koppo gesetzt hast, da. Den Schädel. Ach hier. Barriere, da. Perfekt. Cool. Dann haben wir auch immer eine schöne Nachtsicht hier. Also ja, geilo. Finde ich toll. Finde ich toll, du. Huch. Oh. Jetzt fehlen mir auch noch 2 Sticks, aber die kann ich mal schnell holen. Oh, ich muss dringend was essen, sehe ich gerade. Hilfe! Was passiert? Ich bin durch die Brücke gefallen. Oh. Ich bin jetzt hänge ich im Berg rum. Oh Gott. Oh nein. Ach, hier unten liegt noch ein Baumstamm. Nee, ich bin schon wieder. So, aber ich habe erstmal gerade alle Äxte und so. Was kann ich da eigentlich auch mit dem... Nee, mit dem Speer geht's komischerweise nicht, dass man das anzündet, ne? Das geht leider nicht, oh. Nee, irgendwie, ja, nicht so. So, kann ich das Ach, essen ist das hier? Ist ein schönes Zuhause hier. Ist alles nicht mehr ganz so gut hier, aber egal. Ist das mal, Kronk? Ich muss auch was essen. Kann man das noch phrasen? Ja, klar. Also das wird nicht schlecht, Boah, was mega da ist. Nice. Einfach, aber du musst halt mehr davon essen, wenn es halt schon schwarz ist. Und ich war voll satt. Alter, was ist denn los? Ich falle hier überall durch. Was ist das für ein... Ist ja wie in der Grundschule. Vor der Jay-Z-Sound, wenn er springt. Wie in diesem einen Track da, wie heißt der noch? Ah, jetzt kommt mir der Name, egal. Oh, hier liegen ja noch voll viele Baumstümpfe, du. Die sind aber weit weg. Ja. Wo sollen wir die denn alle hinbringen? Ich weiß noch nicht, ich sammle gerade noch ein paar Steine und Stöckchen. Achso, es ist Wind. Ja, vielleicht machen wir erstmal die Palisade dicht hier, Freundchen. Freunde der Nacht. Ja. Ich wollte die Skull-Lamp noch eben machen und natürlich auch noch ein paar andere Lampies. Oh, hier unten liegt auch noch ein Baumstamm. Aus irgendeinem Grund. Mensch, was macht der denn hier, du? Ich lass den mal liegen, der ist ja fast schon ein naturhistorisches Ereignis. Ich hab den mitgenommen. Sag mal, sind die Bäume alle wieder da? Ja, sieht so aus. Hier liegen auch noch sau viele Baumstämme, hier unten. Ach, die meinst du wahrscheinlich? Mhm, die meine ich. Damit können wir noch ein paar, bisschen was zu Ende bauen, aber wir können eigentlich auch schon mal replizieren. Guck mal, ich hab die alle mal hier gestapelt wieder. Okay, das ist gut. Das klappt wunderbar. Du, pass auf. So, ich würde sagen, wir bauen noch eine Palisade zu Ende. Ja, die Frage, also was ich mich gestellt habe, die ich mir gestellt was habe. Ja, Mann, geil. Ja, Deutsch schwer. Wie weit bauen wir diese Palisade? Wollen wir die jetzt so lassen und dann gucken, dass wir vielleicht die Bank und das Feuer damit drin haben? Ja, oder, genau. Oder bis wohin? Das reicht, oder? Weil sonst wird es übertrieben. Ja, finde ich auch. Ich will jetzt auch nicht 3 Jahre Palisaden bauen, das ist lame. Das ist wahr. Das Ding ist, Spieler können ja sowieso rein, aber eben die Monster, das ist ziemlich safe gegen die mittlerweile hier, die Hütte. Wobei die einmal vorbeikommen können, ich weiß noch gar nicht. Ich glaube sogar fast, also wenn Muschiklausen so vorbeikommen, denen machen die Palisaden halt nichts, ne? Die latschen ja einfach um. Ja, das stimmt. Aber irgendwie kommt doch keiner vorbei, außer denen wir es gegeben haben in der Folge, ist hier ziemlich ruhig. Und das stimmt. Es ist verdächtig ruhig, Lebergong. Verdächtig ruhig. So. Ich würde sagen, hier bis da. Da fällt mir was ein. So, guck mal, oder? Das reicht doch, oder? Ups. Was machst du denn? Was? Ich wollte eine Kassette einlegen. Ach so, hörst du wieder Musik? Ja, warte mal, jetzt. Stimmt, Musik ist eigentlich ganz geil, weil die gibt ja mal Ausdauer. Ich vergesse das immer wieder. Gibt die Ausdauer? Wusste ich gar nicht. Ja. Dies habe ich, was ich immer alles vergessen habe, du.
Okay, warte, so. Nicht so viel wegnehmen. Lass drei Raumschiffe liegen, ne? Ja, drei. Da liegen noch drei, genau. Jetzt liegen noch drei da. Rest wird verbaut. Zack, rein damit. Liegen noch drei da? Ja. Ach, pass auf, ist auch egal. Eins, komm, ich nehm die hier einfach. Komm. Okay, warte, ich droppe hier. Dröppel. Okay, let's go. Okay. Warte, ich mache gegen Baum, dann fliege ich nicht dauernd. Die Musik ist wieder weg. Drop it like it's hot. Boah, Alter. Wie die wegfliegen manchmal. Ich droppe es, als ob es heiß ist. Wie wir eiskalt replizieren, wie so übelste Cheater-Boys, ey, Alter. Kann man ja mal machen. Ach, super nice. Ich stehe da voll zu. Ey, das wäre sonst voll der. So kriegen wir so viel mehr gebaut und so geile Sachen gebaut. Ich nehme es als Creative Mode hin. Ich glaube, das reicht, oder? So, ich denke auch. So, zu damit. Mann, da. So, jetzt wird es auch pünktlich dunkel. Ah, nice. Dunkel ist immer so blöd fürs Let's Play, ne? Ja, finde ich auch. So eine Time Control wäre ganz geil. Ne, ich glaube, selbst als Host geht das, glaube ich, gar nicht. Alter, ich bin schon wieder erschöpft. Oder wenn die Dunkelheitszeiten einfach geringfügiger wären. Ich setze mich mal ganz kurz in unserem Lager auf die Bank. Ja, mach das. Ich finde, das sieht so geil aus, die Animationen im Spiel. Die sind immer noch so wie so ein alter Opa irgendwie, der da so durch den Wald traukelt. Das ist irgendwie cool mit den Palisaden hier. Jetzt sieht man zwar den Wald nicht mehr so, aber man fühlt sich doch ein bisschen sicherer. Ja klar, es geht doch um Sicherheit. Ich frage mich halt, wenn so ein Klausenbärt kommt, ne? Hier so ein alter Klausenbärt, und der räumt ja Palisaden um. Ich frage mich, was passiert, wenn man so Doppelreihe Palisaden und dazwischen halt die Spikes oder irgendwie sowas oder davor nochmal Spikes. Was braucht man, um die abzuwehren? Das ist eine gute Frage, die kann wahrscheinlich jemand in den Kommentaren eher beantworten sogar. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Klausenbärt auch nicht unbedingt die Palisade unverletzt übersteht. Ja, da mögest du recht haben. Weil dem, sonst wäre das ja, also diese nicht die Palisade, sondern diese Spikes. Ja, genau. Das wäre sonst ein bisschen sinnlos. Ehrlich gesagt. So, ich glaube, ich bin fast fertig mit der Behausung. Ganz sitzen bleiben. Super. Ich mache hier drin nochmal ganz kurz ein Feuerchen. Generell können wir das ganze Lager ja so schön erhellen bald. Boah, mega krass ist das. Das ist schon eine heftige Bude jetzt. Ich finde die auch super. Hier müssen wir theoretisch noch eine Sache abkablastern. Hier hinten. Ja. Oh, warte, wir machen mal gerade. Ja, genau. Hier, da könnte man nämlich durchs Wasser gehen. Andererseits hätte ich fast die Palisade eher vor dem Fluss gesetzt, weil dann hat man so schön diesen Wasserfall. Das heißt, ich würde vielleicht sogar die Flusspalisade wegwerfen und hier eine bauen, so. Dann haben wir natürlich, die eine Front ist komplett offen, aber ich denke, das Risiko kann man eingehen. Da kann man ja so Fallen stellen, wobei das können wir überall machen. Mal eben ja, das finde ich auch okay. Also das finde ich jetzt nicht schlimm. Beim Wasserfall müssten wir auf jeden Fall eine Schädelfackel aufstellen. Ja, und hier ist ja eh so ein Hügel. Also wenn die von da kommen, ist auch egal. Dann kriegen wir die auch so umgemäht. Ich meine, da ist ja immer noch der Fluss als Begrenzung, ne? Obwohl wir natürlich auch hier einfach zumachen könnten und einfach diesen Fluss, warte, guck mal, so... Warte. Ich jetzt laufe, zumachen einfach. So. Jetzt haben wir an der Tür unten auch noch eine... Ist eigentlich ganz cool mit den Lichtern. Hier, wenn wir so zumachen einfach und den Teich hier einfach reinnehmen, dann machen wir einfach komplett dicht bis hier hinten hin. Ja, das geht. So von da nach da eine Palisade. Das haben wir ja rucki-zuck ja mal gemacht. Ja. Aber den Wasserfall nehmen wir noch mit, ne? Da müssen wir hier nochmal schnell umkloppen, die Palisade. Dann Oder? Machen wir das. Ja, würde ich sagen, es ist eigentlich die coolere Variante. Oh. Hast du das gehört? Was war denn das? Boah, die halten aber viel aus, da hat wer geschrien. Hab ich auch gehört. Alter, die kommen. Hä? Wo denn? Lass mal die Palisade stehen. Ich habe was gehört ganz nah bei mir. Ich einmal hört man nur so einen Frosch. Nee, es war so ein... Ah, okay. Also ich weiß ja nicht, was du sonst so abends machst. Aber weißt du... Ja, Entschuldigung. Nicht wir bräuchten noch einen Aussichtsturm. Ja, wäre auch über die Palisade. Idee. Ja, die kommen doch. Das war doch... Boah, wisst ihr was, ich bin jetzt ganz gemein, denn ob die kommen durch diese Wälder, das erfahren wir in der nächsten Episode von Let's Play The Forest. Ha,
Ach ja, na, das war mal eine gemächliche Folge und wie viel man schafft, wenn man unendlich viele Baumstämme hat, es ist unglaublich. Es ist einfach, also wir sind, was das angeht, sind wir wirklich wahre Fürsten des Unternehmertums. Alter, wir hätten den Osten ohne Solidaritätszuschlag wieder aufgebaut. Natürlich, wir hätten sogar Solidaritätszurückzuschlag. Nein, das war jetzt doof. Oh Gott. Ja, nee, auf jeden Fall. Wir bauen noch ein bisschen die Basis. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir auch noch mal schnell die Basis. Dann machen wir mit dem Fluss, ne? Bin ich am Start. Genau. Wenn die uns nicht gleich töten oder so, die ein bisschen. Bitteschön, Alter. Pro-Gamer wie wir. Ah ja, genau. Du mutterst mich immer wieder auf, Gregor. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Natürlich. Nächste Folge, gucken wir mal, wer angreift und dann wird zurückgeschlagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit. Richtig auf die Fresse.